Mensch, der hat eine rote Jacke an. Warum eine rote Jacke? Das soll das Zeichen sein. Hallo, Achtung. Es geht heute um die Gesundheit. Und damit ich nicht ganz so farblos wirke, habe ich gedacht, diese elegante rote Jacke, und wenn man die Kamera hätte, bis unten runter, habe sogar rote Schuhe angezogen, damit das ganze Bild natürlich passt. Denn es geht, wie gesagt, um Säfte. Gesundheit und Säfte. Karotte ist die Basis. Und deshalb trinke ich zunächst einmal auf das Wohl von uns allen und allen, die heute zugeschaltet haben. So ein Bad ist natürlich lästig. Aber ich glaube, es gibt sogar so Tassen oder sowas für Badtrinker. Aber okay, das nur am Rande. Das ist ja auch nur das Äußerliche. Ich habe mir vorgenommen, meine über 200 Bücher, kleine Büchlein sind es ja nur in diesem Format so, diese Klötze, die Manhattan-Safttherapie hilft bei und so weiter, ins Netz zu stellen, weil ich glaube, es ist notwendig, durch so einen Videobeitrag kommen die Leute auf die Idee und sagen, oh, ich schau doch mal, wer scrollt schon durch meinen Shop und dann durch diese ganzen Bücher dort im Alphabet und Nummer 40 in Deutsch und Nummer 41 in Englisch. Okay, es ist schwierig, nicht? Und da hatte ich vor ein paar Tagen diese Idee, wenn du schon dich da so öffentlich machst, dann machst doch auch mit dieser ganzen Gesundheitsserie, mit dieser Manhattan-Safttherapie. So, und da sollte man als Bestes vielleicht mit ein paar Schlagworten, keine Phrasen, aber so zum Beispiel den guten alten Arthur Schopenhauer, der lebte ja 1860 bis 1860 und er sagte, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das kann man ja nur unterschreiben. Und ich habe es ein bisschen schärfer formuliert, dann 150 Jahre später, als Vorwort hierfür dieses dicke Büchlein, da sind alle diese Krankheiten zusammengefasst. Und da habe ich geschrieben, so provokant, es ist nicht schlimm, dumm zu sein. Viel schlimmer ist es, an diesem Zustand nicht zu verändern. Und das war eigentlich eine Spitze auf alle die angeschriebenen über 4000 Kliniken, von mir erreichbaren Kliniken, die ich aus irgendwelchen Registern fand, in Deutschland, in Europa, bis in Skandinavien und natürlich USA. Und die Reaktionen darauf, die zeigten mir, dass eigentlich also beratungsresistentes Krankensystem, das Büchlein ist daraufhin entstanden, okay, aber das war ja nur der Beweis, dass diese Bagage mit der Pharmaindustrie und mit der Schulmedizin Hand in Hand arbeitet, nicht? Und gar kein Interesse daran hat, dass der einzelne Patient da genesen das Krankenhaus verlässt. Das sagen die zwar, da gibt es auch bestimmt eine ganze, ganze Menge, die vom großen Herzen und Engagement dabei sind. Aber das System verhindert es, dass man das wirklich dann verallgemeinern sagen kann, dass es so ist. Es ist eben nicht so. Es gibt so viel Negatives zu berichten und das wollen wir vermeiden mit dieser kleinen Serie. Denn das Gesundheitssystem ist ja in Wahrheit ein Krankensystem. Wir drehen es um. Es geht um die Gesundheit. Also um das, was vor 100 Jahren und noch mehr, zum Beispiel am Institut des Dr. Norman Walker in New York, Entschuldigung, mit Kollegen herausgefunden wurde, an tausenden Patienten nicht experimentiert, sondern bewiesen und Hunderttausenden in der Welt befolgend diese Safttherapien. Und man kann natürlich frischen Saft genießen, okay, jeder kennt ihn, oh, trinke ich doch, ja, aber damit das wirkt, muss man natürlich gewisse Dinge befolgen. Dies ist alles in diesen Büchern, in diesem kleinen Büchlein dann natürlich auch beschrieben. Die einzelnen Säfte sind beschrieben
und die einzelnen Krankheiten sind grob umrissen. Und da möge dann kein Klugscheißer, Professor, Schulmediziner und sonstiger Gelehrte sich aufschwingen, sonst nicht fleißig, aber dann, ja, sagen, das kann man ja nicht und das muss man ja nicht. Der als mündiger Bürger sich damit befasst, der wird schon wissen, was er tut. Und entsprechende Hinweise sind auch in diesen Beiträgen und sogar auch, glaube ich, schon im Filmchen habe ich schon vorgearbeitet. Also, es geht darum, dass wir pro Krankheit, pro Problem eine Art Rezeptur aufbauen, die ist ganz leicht nachzuvollziehen. Und wenn man dann sich intensiv damit befasst und noch befolgt, was weiterhin vorgeschlagen wird, von Entgiftung bis hin zu Weglassen von Stärke, Zucker und so weiter und so weiter, dann gibt es eine große Chance, dass man mit der Natur gesundet. Man braucht Zeit. Die Natur braucht Zeit. Ja? Ich meine, Medizin, die Keule, okay, es gibt natürlich Situationen und die Schulmedizin und die Wissenschaft mit Technik gepaart. Fantastisch, was dort geleistet wird, ja, in der Akutmedizin, wie es ja wohl heißt, bei Unfällen und so weiter und so weiter. Aber so weit muss es ja gar nicht erst kommen, wenn wir gleich das befolgen, was zum Beispiel der gute alte Hippokrates von Kos, der lebte von, ich glaube, 460 bis 377 vor Christi. Und dieser alte Grieche, der ist ja eigentlich der Begründer der, wie sagt man da, der ärztlichen Ethik. Und der hatte damals, frei übersetzt, habe ich gesagt, nutze die Nahrung als deine Medizin und nicht die Medizin als deine Nahrung. So rum ist es richtig. Medizin kann ja nur eine vorübergehende Gehhilfe sein, eine Krücke, die man dann in die Ecke stellt, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Die Natur braucht ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir das dann im Ansatz befolgen, was dort pro Krankheit, pro Problemfall aufgeführt wird, dann bin ich sicher, dass der eine oder andere ohne Nebenwirkungen, die man befragen muss beim Arzt oder Apotheker, denn die Natur, die braucht, hat keine Nebenwirkung in dieser Form, wenn man das so anwendet, wie dort beschrieben von ganz klugen Leuten. Und so werde ich also hier nachher einen Cut machen und dann pro entsprechender Krankheit von A bis Z meinen kleinen Vorspann und verlesen, was an Saftmischungen dann therapeutisch wirken sollte. Sollte. Gibt kein Muss, jeder Körper reagiert auch anders. Ja? Aber wir geben der Natur die Zeit und dann bin ich sicher, dass wir vielen Menschen damit helfen können. Das ist der Sinn dieser ganzen Serie. Ich danke also für diesen Moment, für die Aufmerksamkeit und wenn der Vorspann dann abgewickelt ist, der wird jedes Mal so erscheinen. Okay, sorry. Aber der entsprechende Saftvorschlag, der wird jedes Mal frisch verlesen müssen. Ist ja klar. Also in diesem Sinne trinke ich noch einmal auf unser aller Wohl und kann nur sagen, das ist jetzt eine Mischung aus, das ist unser Frühstückssaft, Obst und so weiter, mit Karotte gemischt. Aber das ist ein Getränk. Schade, ich kann es nicht durch dieses Internet Ihnen reichen. In diesem Sinne, gute Gesundheit. Hallo, Sie haben angeklickt bei Scharlach. Da wollen wir schnell hören, was Scharlach allgemein heißt, nämlich die Rebellion des Körpers gegen angehäufte Abfallstoffe aus der Nahrung und aus dem Körper selbst, wenn man zu viele gekochte und nicht genügend rohe Lebensmittel und Säfte zu sich nimmt. Also, die Rebellion des Körpers gegen angehäufte Abfallstoffe. Die müssen wir natürlich herausbringen und das schaffen wir am besten mit den Säften. Parallel natürlich Entgiftung, Darmspülung und so weiter. Alles beschrieben in den kleinen Büchlein, die man ja, wenn man sich wirklich damit befasst und
wenn man wirklich möchte, dass man auf schnellstem Wege günstigst dann auch eine Genesung erfährt, am besten sich per E-Book das kleine Büchlein runterladen, ruckzuck angeklickt in meinen Shop, ist alles beschrieben, im Abspann läuft das ja so runter, Buch Nummer 40, und dann dahinter steht dann alphabetisch entsprechend Scharlach, oder man sieht sogar die Nummer, dieses MJCDE145, das ist sogar die Nummer des kleinen Buchleins. Das ist ja alles durchdacht. Entschuldigung, ein bisschen habe ich mir vor Jahren schon Gedanken gemacht, wie das richtig zu laufen hat. Dass ich so Videos jetzt drehe, das ist mir nun ein besonderer Spaß und bietet mir die Gelegenheit, ein bisschen drumherum zu erzählen. Zum Scharlach, ich glaube, als Kind hatte ich keinen Scharlach, zum Glück. Trinken Sie täglich einen halben Liter frisch bereiteten Saft aus 300 Gramm Karotten, 100 Gramm rote Beete und 100 Gramm Gurken. Nach 2 Stunden die Mischung aus 300 Gramm Karotten und 200 Gramm Spinat. Nach weiteren 2 Stunden einen Saft sich bereiten aus 300 Gramm Karotten und 200 Gramm Fenchel. Auch lecker. Nach weiteren 2 Stunden den Saft aus 300 Gramm Karotten, 100 Gramm Löwenzahn, 100 Gramm Spinat. Das wäre auch eine tolle Mischung. Vor allen Dingen Löwenzahn. Ja, und um 16 Uhr, wenn wir diese Folge von mir vorgegebenen immer 2-Stunden-Rhythmus wirklich befolgen würden, 400 Gramm Karotten und 100 Gramm Alfalfa. Zu Alfalfa habe ich schon immer wieder mal, wenn das Ding auftaucht, es ist eine wunderbare Futterpflanze, kurioserweise. Aber das hat wundervolle Inhaltsstoffe, die wir brauchen. Die sind alle hier in diesem Büchlein beschrieben, diese Inhaltsstoffe. Natürlich versuchen Sie Alfalfa, das ist bekannt unter Luzerne. Und das ist die einzige Ausnahme, die der Dr. Norman Walker damals schon machte, wenn es dann nur in Pulverform wäre. Eine kleine Viertel-Teelöffel Spitze voll in den Karottensaft gegeben. Sonst ist Pulver also mehr als verpönt, ja, und wird kritisch angegangen. Nur frische, nur die frische ist es. Aber wenn es dann mal nur irgendwo zufällig so Luzernepulver oder Alfalfa-Pulver gäbe, das als einziges dann mal noch in dieser Form zu sich nehmen, in kleinsten Mengen. Das Beste wäre natürlich, wenn Ihr Gemüsemann Ihnen so etwas besorgen kann. Ich muss da kritisch anmerken, als wir in Österreich lebten, hatte ich mit einem Bauern, der sogar das anbaut, angeblich sogar einen Hofladen hatte, der hat aber gar nicht geantwortet. Ich schrieb ihm, dass wir so und so viel Kilo Karotten die Woche brauchen, also 30 Kilo brauchen meine Frau und ich in der Woche Karotten, ja, für 2 Personen. Ja, das sind Säfte, die wir uns daraus machen, also braucht man natürlich auch durch 2, teilen Sie es durch 2. Wissen Sie, ist die Zahl schon gar nicht mehr so groß, ne? So, und da schrieb ich dem, dass wir außerdem auch noch andere Gemüse natürlich in ähnlicher Menge brauchen. Er hat leider nicht geantwortet. Aber das ist ja nun nicht das Phänomen, gerade nur Österreich bezogen, das gilt ja für alle. No reply, ne? Der Bogen, der spannt sich ja von einer zur nächsten Sendung, von einer Krankheit zur nächsten. Es ist alles immer gleich. Die Säfte sind auch Wiederholungen. Entscheidend ist, wie Sie mit Ihrem Problem umgehen, wie Sie mit Disziplin sich von dieser Krankheit befreien, mittels des perfekten Entsafters, der kleinen Küchenwaage, die genaue Grammzahl befolgen und möglichst auch diesen Rhythmus, den ich da vorgegeben habe, befolgen. Denn dann hat Ihr Organismus Zeit, den Saft, den Sie ihm geben, zu verarbeiten. Und das ist ja das ganze Geheimnis. Der Wettlauf mit den absterbenden oder kranken Zellen, den müssen wir gewinnen. Und den gewinnen Sie, wenn Sie das befolgen. In diesem Sinne, einen guten Start, könnte man sagen. Und ans Ziel kommen Sie in einer Vitalität, wie Sie von Ihrem ganzen Umfeld am Ende beneidet werden. Und dann geben Sie den Tipp weiter. Gute Zeit.